Ja, los, nagel sie fest. Hä, ich hab den so oft in den Kopf getroffen. Und das ist halt ein Dickhead. Oh, ich hab Mittag gefunden, Leute. Hey. Oh, was will die? Was will die? Hey, Melvin, ich glaube, das ist eine für dich. Nee, du. Die ist mir viel zu über. Ich denke, ist das nicht Sarah? Nein, garantiert nicht. Apropos, nicht? Wollte Sarah nicht mit in den Channel runterkommen? Eigentlich schon. Die ist jetzt. Wollt ihr mal sehen, wie ich die Leiche hier in mein Haus gelegt habe? Das ist sehr interessant. Warte, ich mach. Ich komme. Ja, ich komme. Warum interessiert mich jetzt sowas und geh da hin? Ich komme. Der hängt bestimmt zur Hälfte in der Decke. Wahrscheinlich. Also. Was ist denn da? Hallo! Die liegt doch ganz normal da. Der steckt im Boden fest und seine Arme. Bei mir nicht. Bei mir liegt der ganz normal da. Ich hab's jetzt mal gescreenshottet. Bei mir schon, also. Bei mir steht da, liegt der auch ganz normal. Bei mir liegt der, also steckt er am Boden, seine Arme. Oh, steckt. Oh. Oh. Du. Genau. Warum fehlen bei uns eigentlich so viele Bäume mit einem Ausguck dran? Will da jetzt jemanden so. Warum kicherst du so, Tyrox? Ich weiß nicht. Meine Güte. Und warum fehlen dem Tyrox schon wieder so viele Stöcke? Darf ich mal fragen, wer die Fallen draußen gelegt hat beim SOS? Ich glaube ich. Ja, hier ist ein Waschbär. Ja, dann töte, ich brauche nicht mehr. Kannst du dir die Wärmerüstung machen? Ja. Yeah. Oh yeah. Gehäutet und bereit zum Verzehr. Vor allem unter Tyrox sein Haus liegt eine Leiche. Ich wusste schon immer, dass muss er... Muss ich verwerten. Ich wusste schon immer, dass er Leichen im Keller hat. Wo ist er? Sie jagt ein Leuch. Unter deinem Haus. Wo ist die Schlampe? Sie häutet ein Leuch. Da. Das ist halt wirklich eine. Die ist bestimmt verhungert, ey. Du musst dich mal um deine Leute kümmern, Tyrox. Ja, was weiß ich? Was wollen die, weißt du? Wenn sie sich oder in meinem Keller nicht richtig ernähren können, voll Kakerlaken und so ein Viech, weißt du, dann sind sie selber schuld. Tyrox. Ja, gut, was? Hast recht. Guck dich mal in deinem Haus um. Perfekt. Hä? Hä, siehst du es nicht? Warte, ich komm Oma gucken. Ja, guck mal. Oh Leute. Ich hab ihn einfach da drauf geworfen. Der bleibt. Der ist perfekt da. Oder respawnt der. Der despawnt. Ich glaub schon. Ich wollte ihn eigentlich auf den Tisch legen, aber der. Zäune fertig bauen. Wo ist der? Achso. Achso, ja, bitte. Das ist mein Wächter. Dein Wächter. Und trotzdem fehlen dir alle Stöcke. Ja. Das Baron, da kässe ich mir sie alle. Wieder zurückgelegt. Apropos Stöcke, ich wollte welche sammeln. Cassie hat keine Stöcke bei dir geklaut. Ja, dann warst du es eigentlich. Nein, das war der Melvin. Das ist mir jetzt, warum dir sein Haus so weit ist.
Ich brauch gar keine Stöcke für mein Haus. Doch, du hast doch gerade gesagt, du musst Stöcke sammeln. Ja, für ein Lagerfeuer. Ja, ja, würd ich jetzt auch erzählen. Das ist mir alles zu viel. Meine Güte. Ihr wisst, dass ich eben gerade einen wunderschönen Schlaf hatte, ja? Nein. Ich bin also noch verwirrbar. Hat's. Und ihr wisst es. Ihr wisst es. Ihr nutzt es aus. Ach, wir doch nicht. Nicht die Verrückten, die du kennst. Wir sind ganz lieb. Aber meine Türklingeln sind immer noch die besten von allen. Die sind nicht die Jedi, die du suchst. Au, mein Arm. Danke. Bitte. Ja, ich mach grad eh nicht aus der Stöcke farmen. Sammelt Steine, sammelt Stoff, sammelt Blätter. Oh, Blätter. Sammelt Baumstämme, sammelt Stöcke. Wieso liegt sammelt hier ein Tennisschläger? Den hab ich heute. Nicht alle Fragen können beantwortet werden, Ike. Stimmt. Und nicht alle sollten beantwortet werden. Meiner ist bei mir auf dem Waffenständer, das stimmt. Oh, da kommt die Dudes. Dann beschäftige dich mit ihnen. Nice. Hä, die rennen weg. Die haben Angst vor mir. Na, eher vor deinem Geruch. Ja. Also so heftig nicht. Doch, glaub mir. Woher willst du das denn wissen, Tyrox? Ich kann nicht riechen. Also, weißt du, du bist ja an der Klippe jetzt gerade, ne? Und ja. Ich riech dich immer noch, ja? Das heißt was. Das ist nur... Ja. Das ist nur? Nur das Anti-Aging-Parfüm, was ich benutze. Tyrox? Tyrox? Tyrox, sag mal Hemmung. Hemmung! Ich weiß nicht warum, aber ich muss irgendwie war. Ja gut, ne? Du brennst vor Leidenschaft. Wer würde das nicht? Ich bin ein Held. Vor allem bei bei Cassie ist auch schon... Tyrox ist der Einzige, der im Dunkeln wohnt. Ja. Warum? Ist dir noch kein Licht aufgegangen? Nein. Okay. Ich bin immer noch in der Steinzeit. Das ist übel. Aber hier steht so ein Haus rum, bei dem sind die Regale voll. Ich glaube, der Dude kommt auch nicht mehr wieder. Da hängen auch so eine komischen Bilder an der Wand. Ich glaube, wir können das hier plündern. Ey, warte. Nein, ich hab da alles gefarmt. Ja, danke fürs Farmen. Melvin. Yeah. Nein. Warum einfach nicht? Nein. Ich muss echt mal gucken, also ne? Hey, auf den Kumpel zu essen. Nein. Yeah. Ja. Melvin, was machst du für Perversitäten da hinten am Baum? Was ist an... Ach, ey. Palim, palim. Ernsthaft, mein ganzes Essen. Also geistige Gesundheit? Warum ist mein ganzes Essen weg? Hast du so einen großen Hunger gehabt? Die Hälfte meiner Essensvorräte fehlt. Kann ich mir bei wem was zu essen haben? Ausleihen, ich kann es doch wieder zurückhängen. Das hört sich so merkwürdig an, als ob du einfach nur das Essen nimmst, bis auf die Knochen abkaust und die Knochen zurücklegst. Cassie, guck mal hier.
Was ist? Hier, hinter, hier! Ich war hinter dir. Häuschen? Kannst du gerne häuten. Da hast du schon mal ein Fleisch. Ein fertig getrocknetes, weil mein Hunger ist irgendwie gefühlt. Ich hab zwei Essensdinger dort, also. Ach man, die Knochen sind weg. Ein Fisch nehmen. Ja, da, klar darfst du das. Du hast dich heute schon auf Knien bedankt bei mir dafür. Wait, warum waren meine ganzen Knochen. Ah, was war das? Ist mir egal. Du hast nichts gesehen. Hä? Ich hab nur gesehen, dass du bei mir rausgerannt bist. Ja. Warum? Gut. Nichts. Erzähl, was hast du genommen? Also ich möchte das schon gerne wissen, was du genommen hast. Also da lag so ein wunderschöner Kopf auf dem. Ach, Hasenkopf. Also, ja, kannst du haben. Der sah irgendwie so appetitlich aus. Ach so. Sag mal, Cassie, du hast doch so ein Nahrungsding vorm Haus, oder? Aber das dauert alles, bis es trocknet und ich hab halt jetzt Hunger gehabt. Du kannst dir dann gerne auch die Sachen, die ich dir gebe. Ah, nö. Akuthunger. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Du hast du kein Bett, Tyrox? Nein. Was bist denn du für eine arme Sau? Ja, das ist echt eine gute Frage. Ach, Tyrox. Warte, ich mach mir jetzt sogar dafür, weiter. Dafür ein Pilz für dich. Sogar nahrhaft. Was ist denn der jetzt? Wenn du I drückst, neben der Machete. Essen. Nam. Wollen wir heute nochmal in irgendeine Höhle gehen oder so? Ja, wenn es Tag ist. Falls noch eine offen bleibt. Ja. Halt. Welche Höhle denn noch? Keine Ahnung, sag du's mir. Ich weiß es auch nicht. Na, wir brauchen zum Beispiel noch diese Rezepte, oder? Diese Bonusdinger für die Kirche und so weiter. Oh, die Kirche. Ah, oh, wir wissen ja jetzt, wo alles ist. Oh Gott, ich bin mal ganz kurz gestreckt hier. Das brauchte ich jetzt. Hat das so laut geknackt? Das waren meine Knöchel und Arme. Warte, das kann ich bei meinem Nacken auch. Ja, warte, kann ich auch. Ich nicht. Oh Gott. Schau, das hat okay, man gehört. Okay, das hat man leider nicht gehört, aber egal. Schade. Das hört man aber. Oh, das hat sich schmerzhaft angehört. Das ist nicht schmerzhaft. Naja, so. Cassie, solange es so ein Knacken ist und nicht. Oh, hell no. Mutant! Was? Ach, das war's, der du. Dein Hintern sah aus wie von einem Mutanten. Hätte auch so furzen können wie so ein Mutant. Oh, Knochen! Eik. Ich hab die Knochen. Weil ich trau mich nicht da hinzusetzen. Sonst brennt mir noch der. Na, bei dir dort, sonst brennt mir noch der Arsch weg. Ach, schön wär's. Das kann sein, Eik. Das ist halt direkt darunter. Ja, ich weiß. Mann, Eik, jetzt. Mensch. Och, heul, heul, flem, flem. Ja, heul, 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 heul. Körper, komm hier hin. So. Oh, Mensch, echt. Wie kann der eigentlich warm werden? Ist mal so eine Frage. Am Feuer. Oder Wärmerüstung. Nee. Viel zu überflüssig. Nee, die ist kuschelig warm. Also ich trage sie gerade und kann hier draußen rumlaufen. Dori. Findori. Du, kann das auch irgendwo von einer, von einer, von einer, von einer, von einer, von einer,
oder so. Nee, aber von der Fackel, von der Handfackel. Kann dir auch warm werden. Möchte nicht jedes Mal mit einer Fackel rumlaufen. Es geht nicht anders. Oder du baust dir halt, oder du hast jedes Mal Stöcke dabei und baust dir ein Lagerfeuer.